Hip-Hop, Digga, wir waren am Verdursten, am Verhungern, Bro. Wir haben, jeder weiß das, Bro, bis 2012, wo auf einmal die ersten angefangen haben, 3.000, 10.000 Platten zu verkaufen. Aber hört auf, eure Kohle zu latzen, Digi. Euer Asset ist der Fame und deren Asset ist die Kohle, Digi. Ich hab gedealt, wir kommen davon, wir kommen daher, so, das ist unsere Sozialisierung. Und jetzt kommen Companies und sagen, hey, Cannabis wird bald legal und willst du das mit uns machen? Das ist für mich fucking, das ist irre, Bruder. Was geht ab? Mein Name ist Simon. Er macht Moves und trägt Mantel und ist immer noch der gleiche Dealer, nur anderes Produkt. Er kam vom Knast-Hofblick auf die Forbes-List, denn sein Vorbild ist der, vor dem der reicheste Respekt hat. Heute siehst du ihn G-Köfte hinten im Benz essen, denn seine Unterschrift macht Trüffel aus deinen Champignons. Das ist Deutschraps Jeff Bezos. Rapaz bei uns, hallo. Du machst die absoluten Intros, Bruder. Das ist hart, Bruder. Krass. Man fühlt sich sehr geschätzt. Jetzt habe ich mitbekommen, als ich mich auf dich vorbereitet habe, dass bei dir schon wieder so viel Moves passiert sind, einfach businesstechnisch. 2019 haben wir das letzte Mal gesprochen, glaube ich. Also, Trailer von deinem Film hat jetzt Premiere gefeiert auf dem OMR-Festival. Dein Goldman-Imperium wächst und wächst und wächst und wächst einfach international bis in andere Levels rein. Du bist immer noch, glaube ich, Brennpunktarbeit, seid ihr immer noch am Start und versucht da auch weiter zu gehen. Und du bringst dein G-Tape raus und du hast, wie gesagt, den Begriff Iced Out auf ein neues Level gebracht, denn du bist jetzt quasi auch im Ice Cream Game drin. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir an. Ich habe dich, glaube ich, kurz vor dem Havagrill-Drop gefragt und ich werde es auch hier wieder ganz direkt und bewusst dreist fragen, warum sollen Leute sich Eis kaufen von einem Rapper, von dem jetzt auch ein Film kommt, aber der halt auch die Entertainment-Branche entern will, aber im Endeffekt, was hat der Dude mit Eis zu tun? So? Warum sollen Leute sich Eis kaufen von irgendeinem Dude, den keiner kennt, der Häggen das macht, so? Unser Eis schmeckt besser, so. Das sage ich auch nicht einfach so, das ist wirklich so. Wir haben das nicht wirklich immer, also das war jetzt nicht ein großer Wunsch oder Traum von uns, Eis rauszubringen. Also letztes Jahr haben wir mit Universal oder von Universal ein Angebot bekommen, das Eis-Ding zu machen und haben uns das angeguckt und die haben da sehr krass recherchiert und produktmäßig, was also die Konstellation war sehr professionell und haben uns freie Hand gegeben im Marketing, in der Darstellung des Eises. Und das Ding ist einfach, der Ansatz war, ey, in dem Bereich von so Häagen-Dazs und Ben & Jerry's, ich nenne die Namen extra, gibt es einfach lange schon nichts Freshes oder gar nichts Freshes so für die Jugend, so was von uns kommt, vor us, by us mäßig, weißt du. Aber wir konsumieren das anscheinend sehr viel, also unsere Culture, unsere Audience so. Und das war so ein bisschen der Ansatz. Und dann haben die uns mit der Quali am Ende hart überzeugt. Wir machen das mit Universal und Demerkat zusammen. Das ist, glaube ich, so die größte Eisproduktion in Deutschland. Die machen auch die ganzen Top-Eis-Sachen so. Und ja, man, wir haben es dann probiert und da war vorbei. So, am Ende des Tages haben wir so den Bezug zu Eis, so den wir alle haben, weißt du? So, den aus der Kindheit so. Und dann lass mal gleich darauf eingehen, weil wir können jetzt lange reden, weil jeder Rapper sagt natürlich, das ist das Beste, was man jemals gemacht hat und ne, und allem drum und dran. Man muss dazu sagen, du hast ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt, was so Lebensmittel-Launches angeht so, und die haben auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich habe dich im Vorfeld gefragt quasi, ob ihr was organisieren könnt, damit wir das vielleicht auch direkt mal checken, und ich glaube, es hat funktioniert, dass wir was da haben, ne? Ja, Mann. Ja? Unterwegs noch was besorgen. Gibt es zwei Sorten aktuell, gell? Ach stimmt, wir probieren jetzt. Ja, es gibt zwei Sorten, Digga. Okay. Welche soll ich zuerst probieren? Guck mal, das ist mein Favorite, also absolut. Ich bin süchtig danach. So richtig unvoreingenommen. Das ist Salted Caramel, das ist so Vanilla Chocolate. Also, ich weiß nicht, ob du... Ich würde dir das raten. Kennst du, weil ich will das haben? Spaß, Bro. Wir teilen. Komm. Wir probieren es mal. Salted Caramel, ja? Bruder. Okay. Anders. Was für... Anders gut. Oh. Anders gut. Bro. Come on. Kann man machen. Auf jeden Fall safe. Könnt ihr bitte auch probieren? Kann jemand von euch probieren? Kannst du probieren, bitte? So, Vanessa, meine rechte Hand, probiert auch mal ganz kurz. Ich probiere gerade die andere Sache. Scheiße. Vanille, Chocolate, Brownie, Chunks. Ich will das Swirl auf jeden Fall. Nee, ist schon, also... Ich muss aufhören jetzt. Schmeckt schon geil. Also, ich sag mal so, es ist nicht irgend so ein
Standard-Eis. Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, wir bringen das ja zusammen raus. Also das ist so eine AON-Family, das ist so ein AON-Family-Produkt. Wir haben uns mal vorgenommen, zusammen was zu machen. Weißt das habe ich nämlich auch gehört. Genau. Da sind alle Künstler, hast du mit dran beteiligt quasi. Genau, deswegen gab es auch, glaube ich, hat es auch ein bisschen gedauert, weil ich glaube, Sio unter anderem richtig Perfektionist ist. Das ist das Ding, deswegen schmeckt es auch so geil. Also dieses Salt Caramel, da haben wir irgendwie ein halbes Jahr gebraucht wegen Sio so. Was hat der ein halbes Jahr? Ja, den hat es halt nie gefallen, weißt du? Krass. Der achtet ja sehr krass so auf Essen und sowas, weißt du? Ja, nicht nur auf Essen, auch auf seiner Line. Auf alles. Ist ja also alles, was er anfasst, gefühlt. Ja, genau. Und wir haben das halt zusammen gemacht. Also die AON-Künstler und dann so die Älteren nochmal so, wenn man das so sagen kann, so die Tracks-Garde, weißt du? So die ganzen Newcomer so, das hat dann nicht mehr gereicht, da haben wir uns aber was anderes überlegt, das kommt auch bald, aber so, das ist so ein Fam-Produkt, weißt du? Krass. Und also A, warum war dir das wichtig? Und B, wie lief das konkret ab tatsächlich? Habt ihr alle wirklich die Proben gemacht und Tastings gemacht, bis es dann wirklich allen und dann letztlich auch CEO gefallen hat? Und habt ihr dann gesagt, okay, ja, oder wie lief, also sind die auch beteiligt, so an Prozente oder wie? Ja, also um ehrlich zu sein, so, guck mal, wir sind ja mit AON bei Universal lange so. Und mit dem Album jetzt ist der Deal dann auch vorbei nach, keine Ahnung, fünf Jahren so. Und das war so unsere mit Abstand erfolgreichste Zeit. Und es hat mir auch mein Herz gebrochen, irgendwie zu gehen. Aber diese Perspektive, die sich da mit Goldman für mich aufgetan hat, so musste ich gehen so. Und ich liebe auch alle bei Universal, Shoutouts an alle so, weißt du. Und auch Dank an Tom und Frank und Rami damals und alle da so und Martin und so. Und das Ding war, dass sie dann meinten, ey, guck mal, da kam halt das Ding mit dem Eis und die meinten, ey, was haltet ihr davon? Ihr geht, aber wir machen AON-Eis zusammen, so mit Universal Brands. So, und das hieß dann auch AON Ice Cream oder so. Ne? Mhm. Das war dann ein bisschen wack. Ich meinte, Bro, du kannst ein Eis nicht AON und Ice Cream nennen. So. So, und die waren aber entspannt. Dann das Team von Universal Brands, auch Shoutouts, alle hart, echt, hat echt gute Arbeit gemacht so. Und ich das sind die Jungs, die auch die Kavi-Pizza installiert haben, ja, glaube ich. Mädels, gell? Mädels und Jungs, hauptsächlich Mädels, ja. Sorry, ja. Genau, und das sind die gleichen und die machen echt einen guten Job. Und ich habe dann den Namen Giletto reingeworfen, so, der dann gesessen hat, so auf und auch allen Künstlern bei uns gefallen hat. So. Und ja, so kam das, dass das so ein Family-Eis wurde. Also am Anfang war das auch ein schwerer Gedanke für mich, weil ich war so, okay, wie machen wir das jetzt? So, aber dann dachte ich, komm, fuck it, weil wenn das Ding gut läuft so, ist sogar, wenn wir uns das zu 10 teilen, immer noch so, es war jetzt nicht so, weißt du, das Riesengeld, aber egal, hauptsache man hat so ein Fan-Ding. Aber so ein Steady-Ding, weißt du, vielleicht. So, ja, genau, so. Genau, das war so der Gedanke. Ja, Mann, und jetzt ist das Ding gedroppt, Alter. Das war jetzt Soft-Launch und der richtige Launch kommt jetzt, wenn die Sonne heiß wird, so. Mhm. Dann, also der Handel ist auch happy damit so. Mhm. Du musst dir vorstellen, also ich weiß nicht, ob das auffällt. Ich bin jetzt ein bisschen in diesem Game so. Meine Visage ist nicht drauf und gar keine Visage von uns ist drauf, weißt du? Das macht einen riesen Unterschied, weil wenn das Ding einfach schmeckt und im Supermarkt ist, so kann sich das auch jemand einfach so holen, was schmeckt, weißt du? Das gibt's ja auch noch. Weißt du, ich meine? Das Produkt bekommt einfach, weil es gut findet. Ja, das gibt's ja auch noch. So, weißt du? Der Gedanke hinter dem Ganzen. Du hast gesagt, Eiswagen, so, das ist ja Eiswagen, ne? Das ist ja so ein bisschen. Das hat ja, du hast ja was gedacht dabei. Ja, ja. Es ist ja nicht nur einfach so, klar, ich sitze mit Brand zusammen und wir entern die Supermärkte, aber da ist ja so auch ein bisschen Story dahinter. Erzähl nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. So. Absolut. Also wir sind in der Kultur hier so. Wir haben eine Kultur hier in Deutschland oder im Westen so und die ist groß, die ist sehr einflussreich geworden, Gott sei Dank so. Und also bei der Jugend und so. Und es gibt super viele Produkte und Brands, die etabliert sind und die so das ganze Ding rulen so. Und ich bin nicht so auf Angriff oder so, aber auch nicht auf Hate oder auf Neid oder so, aber ich denke mir nur, warum nicht? So, meiner Meinung nach kann gerne in 5 Jahren jedes Produkt bei Aldi oder bei Rewe oder wo auch immer von einem Rapper, von einem Influencer, von einem Sportler, von einem Mathematiker, Mann, scheißegal, so jeder, der für eine Brand stehen kann, so, weißt du, von mir aus kann alles davon sein. Warum nicht? Warum muss es unbedingt diese eine, so ey, ich gönne euch allen, ne, aber diese eine Dynastie aus dem 18. Jahrhundert sein, die 5 Weltkriege mitgemacht hat und so, cool, wer weiß was, ich weiß es nicht so, ich will da nicht so tief reingehen, aber warum nicht? Dann sind wir es halt einfach, weißt du, wenn wir contributen viel zur Kultur, Gesellschaft mittlerweile so. Schlecht ist aber auch jetzt viel, viel mehr Gutes so. Und selbst das Schlechte haben wir zu Guten gemacht so. Und da spreche ich nicht nur von mir. Und daher rührt das ganze Ding. Und wenn dann Eis, weißt du, wo wir so in der Hood, so jeder weiß das so. Und nicht nur in der Hood, vielleicht auch in diesen Semi-Hoods so. So, wo einfach
der Eiswagen vorbeikam als Kind warst du, war das auf jeden Fall, das war Highlight. Das war wie jetzt bei uns eine Platinplatte zu kriegen. War so, du hast Geld bekommen für den Eiswagen oder du hast irgendwie aus irgendeinem Grund, als Sechsjähriger hast du, keine Ahnung, die paar Groschen da, um dir ein Eis zu holen. So. Das Feeling so, wenn dieser Sound kommt und wenn dieser Typ kommt, egal wie hässlich der ist, er ist immer sympathisch, weil er das Eis hat. So. Das ist schon tief in uns allen drin, so, glaube ich. Und jetzt dann mit Eis um die Ecke zu kommen und wenn es funktioniert, so Gott will, das dann auch auf Eiswagen zu spielen und dann vielleicht irgendwann auf Dielen, keine Ahnung. Ist jetzt nicht geplant, aber ist doch geil. Ist doch geil. So, am Ende des Tages bin ich dafür, dass wir die Kultur, aus der wir stammen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie nur der Orient oder so, ich will gar nichts ausschließen, sondern ich meine einfach dieser soziale Brennpunkt und die Unterschicht so. Ich bin dafür, dass wir uns empowern und mit Brands, wenn das das ist, was Gott uns als Tür gegeben hat, dass wir einfach fresh sein können, fresher als die anderen und dadurch irgendwie Brands machen können, dann gib ihm. Let's go. Also. Ja. Naja, sehr gut. Und es ist, also es gibt genug Beispiele, die jetzt schon sehr gut funktionieren einfach. Und ich glaube, in die Richtung kann es auf jeden Fall gehen, weil gerade, glaube ich, die Leute oder die Audience, wie gesagt, egal von wem, ob es jetzt von dir ist, von Kapi, von Hafti, von Shirin, egal, die relaten mit den Artists so und sind natürlich noch auch viel näher dran und ihr gebt jetzt bestenfalls nicht einfach irgendwas raus, sondern ihr macht euch Gedanken darüber. Ihr arbeitet mit den Besten zusammen und versucht dann auch das Beste auf den Markt zu bringen und so und deswegen, glaube ich, ist das eine Win-Win-Win-Geschichte, wo alle Seiten dran von profitieren, außer die, die jetzt die ganzen 18 Jahrhunderte schon profitiert haben vielleicht. ich habe gesehen, du warst auch als, wie hast du es genannt, als G-Note-Speaker? Als G-Note-Speaker auf der OMR. Das ist ja diese Plattform für Online-Marketing-Macher. Philipp Westermeier, auch ein krasser Motherfucker. Hart. Wenn man sich mit dem mal beschäftigt, glaube ich. Hart. Also, falls ihr es nicht kennt, checkt es mal aus. Es ist anders. Auch die Bühne, ne, auf der du standest. Boah, Bro. Erzähl mir bitte ganz kurz was über die Bühne. Ja, also ich habe so eine Bühne noch nie gesehen. Wir haben ja so einige Bühnen gesehen, aber das habe ich noch nie gesehen. Also gigantisch, mit so riesen Bildschirm, Technik und so. Hart. Sehr hart, sehr hart. Es war so ein Business-Speak. Festival, keine Ahnung, wie man sowas nennt, so. Kongress, Conference, genau, Conference, so. Da sind so die absoluten. Also die Chefin von Douglas Worldwide, genau, war da auch zum Beispiel. Tina Müller, glaube ich, war da. Ja. Ich glaube, die kam nach. Binance, Digga, Binance-Chef, ja, und so. Whatever. Ich glaube, sogar Will.i.am war da und, ja, so, hat überzeugt gesprochen. Genau. So. Ashton Kutcher. So. Naja. Auf jeden Fall, dort hat er nicht nur deinen Trailer zu deinem Film, ja, Premiere gefeiert, so. Dazu kommen wir auch noch. Sondern du hast vorher auch über ein paar Moves gesprochen, die bei dir einfach gerade anstehen. Ja. Und tatsächlich ist mir G-Ventures und AON Lab dabei am meisten hängen geblieben. Und fangen wir vielleicht mit G-Ventures an. Seid ihr jetzt so eine Art Capital-Investment-Firma oder wie? Was ist, sagt den Leuten mal, was G-Ventures ist. Ja, also G-Ventures ist unsere Firma für Beteiligung, Investitionen von Startups. So, wir investieren hauptsächlich mit, nicht mit Geld als Kapital, sondern mit Media, Marketing, Strategie und Advisory. Viel Netzwerk, Strategie. Kriegst du den vielleicht noch zu uns oder kannst du mit denen reden oder wie oder im Ausland Sachen gucken und so. Also es ist so, und dafür man bringt so alles mit rein. So, weißt du? Also, dafür kriegt ihr X quasi an Ding. Genau, also wer G-Ventures sozusagen drin hat, hat alles, was wir haben. Weißt du, ich meine, kann alles da, kann sich von allem bedienen. Dieses ganze Buffet, was wir haben, so in dem Ganzen, davon können sie sich bedienen und da gibt es so einiges, wo es Synergien gibt, weißt du? Ja, ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein großes Buffet. Ich kann nur allen da draußen raten, glaubt immer an euch und träumt groß, Digi, träumt groß. Oder erwartet es aber nichts, erwartet trotzdem nichts so, weil wenn es nicht groß ausfällt, auch nicht schlimm, aber träumt groß, weil das ist verrückt. Also da, so das, was hier gerade da abgeht, so Bro, ich sag dir ganz ehrlich, das ist verrückt. So. Also, da geht es auch um Summen. Weißt ja, du? Weil das ist ja, das, also wenn es dann wirklich dann auch so durch die Decke gehen kann und so, und wie du gesagt, wenn es dann so Exit-Geschichten noch sind, ja, so, ja. Also man braucht nur ein bisschen googeln, was so Startups teilweise, ja, ja, so aufgerufen haben und so, und es kommt, schwimmt halt dann auf einmal so ein, genau, genau, also wenn es gut läuft, dreimal auf Holz geklopft, ich wünsche euch das so, yeah, ne, nicht alles funktioniert und allem drum und dran, yeah, aber im Endeffekt, und das Geile für euch ist ja eigentlich, das ist ja das Schlaue auch, ihr seid ja einfach so reichweitenstark und Ding, aber ihr seid jetzt nicht, also es reißt euch monetär nicht rein. Ja. Yeah. So, das heißt, ist, euch wird es nicht irgendwann so den, ne, irgend so ein Bein weghauen oder so, wo ihr so ein bisschen ins in Stolpern geratet, so im schlimmsten Fall, yeah, sondern für euch Jackpot eigentlich so. Das ist Jackpot. Und, aber auch für die anderen natürlich, weil sie halt von einem ganz großen Buffet profitieren können. So. Genau, genau. Was halt
auch sehr smart ist, da reinzugehen in diese Geschichte. So. Was ich auch krass, also wo ich dachte so, da hat er jetzt nicht gesagt, einfach dieser OMR, hat dieses AON-Lab. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein digitales Label aus der Notwendigkeit heraus entstanden. Erzähl nochmal ganz kurz, was es damit auf sich hat, weil wenn ich das richtig verstanden habe, sagt ihr einfach, ey, wir bieten euch hier was Ding und ihr könnt eure eigenen Label-Services nutzen. Aber erklär mal den Leuten, weil ich kann jetzt nur rezitieren. Ich habe denjenigen vor mir, der es gemacht hat, also bitte. Ja, also das ist faktisch so das erste, also wird jetzt, inshallah, in der nächsten Woche kommt es raus, so, es geht so um ein paar Kleinigkeiten noch mit App Store und so. Also das erste digitale, voll digitale Label, es ist eine App, also ein ganzes Label auf einer App. Und wenn ich sage ein ganzes Label, meine ich halt, es gibt das ja in Distribution, im Distributionssektor so gibt es das ja schon, also so iGroove oder Wreck-It-Jet, TuneCore so weltweit und so weiter, CD Baby, das kennt man ja, da lädst du deinen Song als Artist, kannst du deinen Song da selber hochladen und dann selber, ohne jetzt mit Leuten telefonieren zu müssen oder Leute kennenlernen zu müssen, kannst du dann irgendwie mit so ein paar Features noch on top deine Musik releasen. So, und bei uns ist so, du kannst auch deine Musik hochladen auf der App und danach kommen die ganzen Label-Services so als Steps, weißt du? Ich habe mir kurz gescreenshottet, als du das bei OMR vorgestellt hast. Wir blenden das kurz ein, da seht ihr mal aufgelistet, was das alles bedeutet. Also du hast hier, wenn ich richtig verstanden habe, die ganzen Label-Services, kannst du halt sagen, okay, ey, ich will Promotion machen, ich brauche nur Vertrieb, ich brauche Videografen, ich brauche keine Ahnung, und dann, wie ich das richtig verstanden habe, bietet ihr quasi dann Zugriff auf all euren, auf eure Listen. Genau. Korrekt, das ist es eigentlich. Alles, was wir als Label in den letzten 15 Jahren so aufgebaut haben und an Kontakten und an Netzwerk und an Erfahrungen, an Skills und an Partnerschaften, die sind da mit drin in dieser Label-App und die kann sich jeder dann selber multiple choisen. Und eine künstliche Intelligenz steckt dahinter auch ein bisschen. Ja, genau. Mit Demos kann man da ja auch reinschicken und so Zeug, glaube ich, gell? Also ich gucke schon lange nicht mehr in meine Instagram-DMs, weil ich seit Jahren so viele Songs geschickt kriege. Ich will die mir auch anhören, aber ich höre dann so viel und dann irgendwann, weißt du, dann das funktioniert nicht mehr so. Und ich habe noch nicht mal geschrieben, ey, schick mir mal Demos, so, weißt du? Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich das mache. Aber nicht nur ich, auch wenn, keine Ahnung, Lukas das macht oder wenn Hafti das macht oder wenn Bones das macht, wer auch immer, alle, so Nimo, egal wer, so, es kommen eine Milliarden Demos, es ist unfassbar. Ja, weil ja überall, also Musik machen war ja noch nie so einfach und sie sehen ja, dass es so gibt, so viele positive Beispiele, wo es funktioniert, alle haben ja Bock drauf und es gibt auch so krass viele großartige Talente da draußen. Das ist das so. Ding, das Ding. Es ist sehr viel, sehr viele Demos werden geschickt, es ist nicht möglich, das Problem ist, was wir hier lösen, das Problem ist, dass man die Demos nicht alle hören kann. Wäre nicht so schlimm, wenn nicht jeder von uns allen relevanten Label-Executives in Deutschland schon genau dadurch irgendeinen der krassesten verpasst hat. So, weißt du, was ich meine? Und da spreche ich vielen von der Seele, aus der Seele, ich weiß nicht. Und das Ding lösen wir hier, das ist so das Ding. Das heißt, alle, also wir announcen, ey, ihr könnt alle Demos hier hinschicken, die kommen rein und es gibt eine künstliche Intelligenz, die schon jahrelang trainiert ist. Das ist ja das Wichtige bei künstlicher Intelligenz, dass die lernen selbst und trainiert werden. Und da ist immer der Zeitfaktor sehr wichtig. Weißt du, wenn wir jetzt erst damit anfangen würden, das möchte ich hier an der Stelle sagen, wir fangen nicht damit an, sondern das ist nochmal eine andere Company, in der wir drin sind, die AI-Musikarbeit macht so. Und die Technologie haben wir dort mit eingebaut oder nochmal weitergebaut. Papalapap, am Ende des Tages kommen alle Demos an, sie werden gefiltert von dieser verrückten AI. Die aber wie funktioniert das? Wie filtert eine AI Demos raus? Also du gibst ja Kriterien. Ja, du gibst Kriterien, klar. Die hat jetzt ein bisschen gelernt, aber was sind das für Kriterien? Ja, das kannst du aussuchen. Also guck mal, wir nehmen dann zum Beispiel Sio, Haftbefehl, Lukas Teuschner, dich. Und jeder gibt seine Kriterien. Jeder sagt so, ey, wir sagen, guck mal, was willst du als Filter Kriterien, bis du eine Top 100 hast. Nicht, was willst du als Filterkriterien, bis du die krassesten Songs hast. Ja, das klar. Weiß ich nicht so. Weißt du, aber bis du die Top 100 so hast. So was muss basic. So was muss da sein, damit wir überhaupt uns das angucken, quasi, damit es Sinn macht. So. Genau, ganz simpel gesagt, so, ja, ich will, dass der Song länger als 2 Minuten ist. So. Damit kann das schon anfangen. Aber dann irgendwie, ich will, dass es eine BPM von da bis da ist. Das sind so die simplen Sachen, weißt du? Die technischen Sachen, ja. Genau, und dann so Rap, Gesang. Und dann kannst du aber so weit gehen, und das ist krass, Bruder. Darauf ist sie hart trainiert. Ich will Sachen haben, die sich anhören wie das
die in die Richtung gehen von dem neuen Kendrick Lamar Album, was jetzt gerade erst rausgekommen ist, weißt du? Oder ich will Sachen, die zwischen Chronic 2001, Eminem, Marshall Mathers und dann, keine Ahnung, hier Wild Boy, wie heißt es nochmal? Coke Boys, French Montana Tape und dann irgendwas, du kannst dir das so kreuzen, wie du willst, Bro, und er findet dir das, Bro. Das ist sick. Das ist sick. Das ist, dann kannst du auf, ich will, dass er Reime ordentlich hat, so, und ich will solche Reime. Das kannst du alles machen und das filtert halt hardcore aus. Dadurch hast du auf jeden Fall, es gibt ja auch viel Müll und Müll meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass die Musik gut oder schlecht ist, so. Das ist immer... Auch, aber das... Ja, aber das ist ja Geschmackssache so, sondern es gibt auch viel Müll in Sachen von der Quali, die die abliefern. Also meine ich es gar nicht ernst. Die haben dann einfach auf ihrem WhatsApp irgendwas aufgenommen, bla 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 und schicken das ab. Das muss halt auch rausfiltern, sonst verschwindest du Zeit ohne Ende, weil wir reden hier von Tausenden von Demos. Ja, und am Ende des Tages hast du innerhalb von ein paar Minuten, hast du es gefiltert, sitzt dann da in der Runde mit dir und Hafti und, weißt du, wer halt noch so am Start wäre, dessen Geschmack relevant sein könnte, und dann sucht man halt aus. Weißt du, dann hat man seine Top Ten. Man kann das halt auch bis zum Ende durchziehen und dann ein Song am Ende haben. Krass. Weißt du? Und das ist die Nummer. Und das wird dann da angeboten. Okay, das, und, also okay, das heißt in den Startlöchern, das heißt dieses Jahr bestenfalls dreimal vorgeklopft, alles klappt quasi, ist diese Möglichkeit dann da. Genau, also die App kommt jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht nächsten Monat Maximum, da muss sie wirklich rauskommen. Die Demo-Funktion, die kommt dieses Jahr. Die Demo-Funktion kommt dieses Jahr. Krass. Die ist so fast ready, aber wir sind auch jetzt durch OMR, gibt es so eine Sache, die vielleicht noch entstanden ist, die vielleicht noch on top kommt, weil da Leute sich gemeldet haben und so. Deswegen, wir wollen gucken, dass wir da das Maximum rausholen. Am Ende des Tages will ich noch eine Sache sagen, ein Satz. Es ist eine Lösung für alle Label-Executives, die irgendwie die Demos nicht anhören können, aber es ist auch nochmal eine größere Chance für alle, die Demos verschicken, weil ich weiß, wie es ist. Ich habe damals auch Demos verschickt und kein Schwein hat sie gehört, außer Ramin so. Und diesmal werden sie alle gehört. So, ja. Weißt du? Das ist die Nummer. Ja, voll. Aber ich finde es krass mit dieser künstlichen Intelligenz, aber auch, was du gesagt hast mit diesen Multiple-Choice-Sachen und so. Und was auch ein wichtiges Ding von euch war, also ich finde, man sieht es jetzt auch, dass du ganz AON-Camp reingeholt hast in deinen Gelato-Job so, aber auch grundsätzlich die Idee, Künstlern zu Unternehmern zu machen. Erzähl nochmal dazu. Also war das auch aus der Not, weil sie halt keinen Bock mehr gehabt haben, abzudrücken? Oder, also abzudrücken, in Anführungszeichen, wegen Prozent und allem drum und dran? Oder wie war der Gedanke, dass du jetzt Künstler zu Unternehmern machen willst auch? Weil der Gedanke ist ja super. Ja, es ist, sind zwei Sachen. Einmal ist es so, normalerweise hat ein Künstler, wenn er seine Mucke macht, und jetzt vor allem seit Corona, aber auch davor schon so ein bisschen, es ist kein Fulltime-Job am Ende des Tages. Wenn wir alle ehrlich sind, so, du machst deine Mucke und dann hast du irgendwie immer Freizeit. Ist ja auch cool, das ist ja das Geile dran, so. Und, aber in dieser freien Zeit passiert oft, passieren oft öfter mal Sachen, die nicht so cool sind. Entweder, keine Ahnung, die beschäftigen sich mit irgendeinem Scheiß oder kriegen Depris oder was auch immer, weißt du? Oder fangen an, eine Scheißmucke zu machen, so. Das ist mir auch schon passiert. Und das ist so das eine Ding, so, also Beschäftigung. Und das andere Ding ist, wenn Künstler, so, wir haben ja jetzt einige Künstlerreisen von Peak bis hoch mitbegleitet. Und so nach dem ersten Album oder nach dem ersten Vorschuss, aber dann auch nach dem Erfolg vor allem, ist das Ding Business. So, ich kenne keinen Künstler so, es gibt zwar Künstler so, die man auch kennt, die jetzt null mit Business zu tun haben wollen, so, also keine Business-Leute werden wollen, aber die bei mir, alle, mit denen ich gearbeitet habe, so, gibt es keinen Fall, wo es nicht so war. Also alle werden irgendwie Geschäftsleute. Die fragen dann, ey, wegen Immobilien, ey, ich habe das Angebot bekommen, was soll ich machen? Ey, hier Krypto, ey, dies, ey, das. Da wollen wir von vornherein irgendwie checken, dass der Weg gut geebnet ist, dass wir da auch ready sind, dass wir das Konstrukt so haben, dass es das unterstützt auch. So. Also wir sind genau das Gegenteil von, hey, wir wollen nicht klein halten, sondern im Gegenteil, wir wollen das sogar fördern. So. Das ist am Ende immer für alle gut, so, weißt du. Und selbst wenn wir finanziell nichts davon haben und nur er finanziell was davon hat, ist es auch gut für uns, weil er irgendwo mal erzählen wird, woher es kommt. Weißt du, das reicht mir auch schon. So, weißt du, und ab einem bestimmten Level gibt es Fälle, also einem bestimmten Level des Erfolgs von Künstlern, gibt es halt Fälle, wo man geile Sachen eintüten kann, so, die ich dann auch über, also es gibt, jetzt konkret kann ich es noch nicht sagen, so, aber, also ich kann es noch nicht leaken, so, aber es gibt Sachen, die mir angeboten wurden, die aber gar nicht passen, so, was ich nicht bringen könnte, und die kann ich dann schön weiterlinken, so, und das ist dann geil, weißt du? Das ist dann geil. Ich weiß dann so auch, dass... So einen schönen Assist geben. Ja, ja, so, ja, ja, das ist geil. Und das passiert jetzt immer mehr so. Und am Ende des Tages ist es dafür wichtig, der Artist muss ASAP ein zweites, drittes, viertes Standbein haben. ASAP. Sobald er anfängt, Mucke und Geld verdient, muss er das haben so. Weil man weiß nicht, wo die Reise hingeht so. Und
Manchmal kann der Charakter, auch wenn die Mucke nicht mehr läuft, kann der Charakter dafür sorgen, dass es trotzdem weiterläuft so. Und damit, du siehst, wir sind da tief drin, so, weißt du, so, damit beschäftigen wir uns und wir sind der Meinung, dass Künstler sich überall schnell Standbeine aufbauen, so wo es passt, damit die abgesaved sind und nicht mehr Musik machen, weil sie Geisel ihrer eigenen finanziellen Situation durch Vorschussverballerei sind. Weißt du, was ich meine? Du verballerst deinen Vorschuss und dann bist du, ist deine Musik ist dann Geisel so, weil deine Musik wird dann schnell gemacht, damit du den nächsten Vorschuss bekommst und den nächsten. Und das ist sehr oft so, weißt du? Dann bist du in so einem Hamsterrad drin mäßig. Ja, und die Mucke ist dann nur noch davon abhängig, ob du broke bist oder nicht, so, weißt du? So, aber wenn du nebenbei Kohle machst, weißt du, ich meine, dann guckst du, dass du die Mucke machst, die du wirklich willst, so, weißt du, ich meine so? Dass wieder Herz drin ist und so. Ja, Mann. Ja. Naja, krass. Wenn es nicht mehr, wenn es dann so ein Add-on ist, im Endeffekt. Nicht mal Add-on, aber so, du bist frei, Bro. Ja, also genau, das meine ich mit frei. Du bist nicht mehr abhängig davon, dass das krass läuft, weil da laufen schon 3-4 andere Sachen. Genau, und das ist ja eigentlich der Sinn eines Vorschusses. Und dein Kopf ist frei. Genau, das ist eigentlich der Sinn eines Vorschusses. Aber die neue Generation seit uns, muss ich zugeben, so, wir sind halt living lavish, so, wir verballern, Digga, weißt du, direkt, so. So, die ersten... Ja, sorry, ruhig. Ja, die ersten Alben und so, weißt du, das dauert halt. Ich bin ja auch nicht besser, Digga, ich bin wirklich der dümmste Mensch mit Geld gewesen, so, den es gibt, so, mit Verballern und Ausgeben, gar nicht nachdenken und so, aber... Was war so das Absurdeste, was dir gerade in den Kopf kommt, einfach? Bro, wir waren in ich bin nach London gegangen, irgendwann so, vor 15, 28 Jahren oder so, keine Ahnung, und ich hatte so Kohle und ich hatte das erste Mal eine Kreditkarte, weil ich in London so ein Bankkonto hatte und da hast du damals Kreditkarten bekommen, so Barclays, hab so Kohle draufgesetzt und so. Und ich habe mich auf jeden Fall wealthy gefühlt so. Aber London ist natürlich nochmal ein anderes Pflaster, so, weißt du? Und vor allem die Leute, die ich dann kennenlernen durfte durch meinen Partner Kawa, der hat mir dann irgendwie so die russische Oligarchen-Jugend, so, weißt du, die Jugend von denen, die so Kids, Digga, mit so großen Phantoms und so, weißt du? Die ganze Zeit und so. Aber die waren halt alle jünger als ich. Und ich habe dann so den Älteren gespielt in den Cafés, wo man dann mit denen hingegangen ist und so. Also mithalten und so. Ja, immer, hey, ich zahle, beleidige mich nicht und so, weißt du? Bro, ich hatte einen 30er, das war damals viel Geld, Digi, weißt du? Ich hatte einen 30er mitgenommen, Bro, der war nach 2 Tagen weg von fucking Shisha-Bars. Weiß nicht, was es war, Digga, wir waren nicht mal feiern oder so. Weißt du, ich meine? So nur von also hier Mousse au Chocolat, da ein Creme Brûlée, weißt du, was ich meine? So, hey, das Geld war weg. Und ich war meine broke, Bruder. Ich war so, ey, was hier passiert, weißt du? Wow. Und die Youngster-Russen, Shoutouts an alle, Mann, ich liebe euch, aber die hat sich mal gejuckt, so. Weißt du? Ja, ja. Also, das hat nicht mal was gebracht, was ich gemacht habe. Nee. Das war kein Investment oder so, weißt du? So, als ob du 30 Euro gemacht hättest, so. Boah. So gefühlt, ne? Ja, ja. Okay, anderes Level. Deswegen, ey, warte, das passiert jetzt noch voll vielen Youngster-Rappern. Das ist mir aufgefallen, bei uns. Ey, an alle jungen Rapper da draußen. Ihr habt so Fame, bisschen Fame kommt, nicht mal, wenn ihr komplett durch die Decke geht, so ein bisschen Fame. Und dann kommen so hier und da Jungs, die haben reiche Eltern oder die sind reich oder keine Ahnung was, die bringen euch zu reichen. Auf einmal seid ihr in Monaco auf irgendeinem Boot und so, passiert alles, ist auch geil und so. Aber hört auf, eure Kohle zu latzen, Digi. Euer Asset ist der Fame und deren Asset ist die Kohle, Digi. Joint Venture, Digi. Die Party ist Joint Venture. Wallah, es geht hart nach hinten los. Ihr wisst, was ich meine. Gute Info. Denke ich auch irgendwann mal dran. Wenn es so ist. Mich würde auch nochmal interessieren, weil du bist quasi, also A, mit diesen G-Ventures, ja, bist du jetzt in ganz vielen Startup-Geschichten beteiligt, unter anderem. Und ja, ich bin sehr froh, dass der Termin geklappt hat. Hat auch ein bisschen nach hinten sich jetzt verlagert, aber es war, weil du wieder einen anderen Termin hattest, nämlich bei auch einem Startup, wo du warst. Du bist nämlich seit diesem Jahr Teil einer der, also auf der Website, glaube ich, steht, der größte Cannabis-Firma in Deutschland. Irgendwie sowas. Und bist da Chief Viral Officer. Ja, Mann. Erzähl mal, was ist da los? Wie kam das? Und warum hast du diesen Move gesagt? Ja, okay, mach ich. Also, es kam letztes Jahr, fing es an, dass so Pharmakonzerne oder Cannabis-Companies auf uns zukamen und über die Zukunft von Cannabis sprechen wollten in einer Kontext-Zusammenarbeit. Und da haben wir mit vielen Companies gesprochen und eine dieser Companies war Bloomwell Group hier aus Frankfurt, wo ich heute war. Und es gibt so verschiedenste dieser Firmen. Es gibt so welche, die growen in Deutschland. Die haben dann irgendwie die Regularien so irgendwie erfüllen können, dass sie hier growen und so, was voll schwer ist. Dann gibt es welche, die importieren. Dann gibt es welche, die machen Großhandel und so weiter. Und aber dann kam diese eine Firma
die alles gemacht hat, aber die Sachen nicht davon gemacht hat, die nicht so profitabel sind oder die nur mit Kopfschmerzen verbunden sind, wie zum Beispiel das Grown, was sehr viel Kopfschmerzen macht. Ich bin jetzt tief im Thema so. Also ich war schon immer tief im Thema, aber jetzt bin ich so anders. Genau. Und wir haben uns dann entschieden, mit dieser Company zu gehen. Also es war klar, dass wir mit einer dieser Companies gehen. Bro, ich komme von der Straße, ich habe gedealt. Jeder weiß es so, weißt du, ich habe es oft genug gerappt oder im Film. Oder ich habe gedealt so, weißt du. Es ist nicht cool, so. Ich bin nicht stolz drauf, aber es ist so, wie es ist und ich stehe auch dazu. Und anscheinend ist ja das Grasdealen jetzt, so wie es aussieht, dann auch vielleicht gar nicht mehr so schlimm, weißt du? Weil es dann legal wird und es ist das Gleiche, wie als würdest du Mehl verkaufen, Digga. Und das ist aber ein anderes Thema. Ich habe gedealt, wir kommen davon, wir kommen daher, so, das ist unsere Sozialisierung. Und jetzt kommen Companies und sagen, hey, Cannabis wird bald legal und willst du das mit uns machen? Das ist für mich fucking, das ist irre, Bruder. Das ist irre. Ich komme immer noch nicht klar. Das läuft seit 10 Monaten. Ich komme immer noch nicht klar. Ob das ein Traum ist, Alter. Also du bist dafür da, dass das Ding viral geht? Oder also was ist deine konkrete Aufgabe jetzt in kurz? So, du musst jetzt nicht komplett... Ja, easy. Also wir G-Ventures ist Shareholder in der Company, Bloomwell Group. Und damit einhergehend gab es dann die Suche nach einem Titel für eine Position. Und das, was du angesprochen hast, im Endeffekt, ihr geht mit Reichweite und Personality und Know-how genau, da ist halt quasi Chief Viral Officer das Ding geworden. So. Ja. Am Ende des Tages, um das mal zu vereinfachen, ne, auch weil viele Leute sprechen mich darauf an, guck mal, Bro, am Ende des Tages haben wir, auch wenn wir 1000 Business haben, wir machen nur ein Business am Ende des Tages und das ist Brand-Business. Wir machen nur Brands, Bro. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Eis hergestellt wird. Ich weiß nur, dass es geil schmeckt. Dafür habe ich gesorgt, so, oder haben wir gesorgt. Aber wir wissen, wie man das macht. Oder das ist so das, was den wir Namen zutrauen. Geben. Genau. Und so. Wir sorgen dafür, dass es etabliert wird. So. Weißt du? Aber alles andere haben wir keinen Plan von. Weil wenn wir, guck mal, keine Ahnung, wir haben so 40 Mitarbeiter, aber wenn wir alle Menschen zählen, die an all unseren Businessen mitarbeiten, Bro, sind wir über 2000 Mitarbeiter. Aber die sind ja nicht bei uns. Ja. Weil wir machen nur das Brand-Business. Für das Brand-Business brauchen wir diese 40 Mitarbeiter, die wir haben bei uns und dann vielleicht nochmal so die 50 Freelancer, die immer mit uns sind. Weißt du? Und wir machen das Brand-Business so und es ist so, wie kann man das vergleichen, Digga, so, keine Ahnung, wenn du, keine Ahnung, RTL, Digga, RTL ist ein Fernsehsender, so, wenn die auch 10.000 Fernsehsendungen machen, geht keiner hin und sagt, hey, RTL, warum machst du so viele Fernsehsendungen? Weißt du, ich meine, so, oder keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Es geht sogar einfacher, weißt du, so ein Schuhleisten, wie nennt man, Schuster, weißt du, Digga, mach 10.000 Schuhe. Ja. Keiner geht hin und sagt, warum machst du 10.000 Schuhe, Bro? Weißt du, was du machst Schuhe. Wir machen Brands, Bruder. Nur Brand-Business. So am Ende des Tages. Deswegen. Eure Skills, ihr wisst, was ihr könnt und gut könnt. Genau. Das investiert ihr und ihr holt euch die Besten, die auf deren, genau, deren Metier quasi auch die Besten sind. Und so macht ihr am Ende das beste Produkt für den Endverbraucher. Genau, genau. Am Ende so. Und auch da an alle da draußen, an alle Youngsters da draußen, sucht euch immer, guckt immer, dass ihr Profis sucht. Macht du das, was ihr könnt. Auch wenn das bei mir so aussieht, als würde ich alles Mögliche machen und können, kann ich gar nicht so. Und ich mache nur das, was ich kann. Und das ist so eine Sache, Brands. Macht das. Also seid ihr euch auch nicht, also habt keine Angst davor. So, es ist gar nicht so wild. Du hast aber auch gesagt, dass du manchmal so die Angst hast, auch immer da mal wieder hinzukommen, wo du früher mal warst. Das hast du bei Marvin, glaube ich, beim Stoked-Interview gesagt. Ja. Woher kommt diese Angst? Wir haben jetzt gerade so ein bisschen, ne, also wir kommen von neue Brands, so, dann haben wir gesagt, okay, kommen hier G-Ventures und AON Lab und es wächst und wächst und wächst so und Sachen ergeben sich und wie gesagt, wir haben auch nur begrenzt Zeit, da passiert noch ganz viel mehr, so, ich habe jetzt mir nur ein paar Sachen rausgepickt, die ich interessant fand, von denen ich auch wusste. Woher kommt trotzdem diese Sorge, dass du quasi wieder so ein, also da wieder zurückkommst? So. Bro, es gibt doch für nichts eine Sicherheit. Für nichts. Das haben wir doch in den letzten Jahren einmal auf eine Art und Weise demonstriert bekommen, die sehr viele Menschen sich so nie hätten vorstellen können. So, das sicherste Business, die sichersten Arbeitsplätze waren auf einmal weg. So, weißt du? Nichts ist sicher in dieser Welt so. Und das ist ein realistischer Gedanke. Weißt du? Das ist einfach nur ein realistischer Gedanke. Ich weiß, so Gott hat es in der Hand. Es kann Sachen passieren, die dafür sorgen, dass, keine Ahnung, die Mucke nicht läuft oder die zwei, drei anderen Business nicht läuft. Ja, Gott bewahre, so, es ist in Gottes Hand so. Ich vertraue auch da auf Gott so. Und das ist so dieser Gedanke, das ist einfach nur ein realistischer Gedanke. So. Ich würde gerne nicht mehr dahin kommen müssen,
oder beziehungsweise in eine Situation kommen müssen, damit dahin kommen müssen, ist gar nicht mal gemeint, ins Ghetto kommen und dieselbe Armut zu haben, wie die ich mit 6 Jahren hatte, das meine ich gar nicht, sondern es kann auch so die Situation sein, die dich dazu, eine Situation, die dich dazu bringt, Sachen zu tun, die du eigentlich nicht tun würdest, aber in dem Moment denkst du, du bist gezwungen, es zu tun, weißt du, und das können oft schlimme Sachen sein, illegale Sachen, Sachen, die große Opfer bringen, weißt du, ja. Und das kann heute Elon Musk passieren, weißt du, mhm. So, wenn er da irgendwie mit 400 Milliarden rumhantiert, so, ja, Bro, man sieht es ja in seinen Augen, Digga, weißt du, so, wenn dann ein Minus kommt, dann ist das Minus halt auch mit so ähnlichen Nullen, weißt du, was ich meine, so, das ist der Case beim Geschäft. Mit größeren Bällen, mit denen du jonglierst, alles so, mehr kann kaputt gehen, wenn die runterfallen. Alle. Genau. Das geht vielleicht irgendwann mal, wenn du so dynastiemäßig, weißt du so, über, weißt du, so, keine Ahnung, die Hälfte der Properties von irgendwelchen Städten hast und so, und dann die auch abbezahlt, das ist ja auch nochmal so eine Nummer, Bruder. Jetzt, weißt du, alle haben Immobilien, aber alle haben Schulden. Weißt du, und dann noch mehr und noch mehr, bis das nochmal eine Sicherheit ist, Bro, das dauert alles, weißt du? Ich frage, weil du halt so also krass am Hustlen bist, ne? Wir hatten es von Mois, der auch auf anderes Level am Schlafen ist und so, aber du ja auch und bist überall drin und ne, schwer erreichbar. Jetzt gerade hat das Telefon geklingelt, Sachen klären und so weiter und so fort. Und du warst ja letztes Jahr im Krankenhaus, so, weil es irgendwann quasi so, ich glaube, da hattet ihr gerade Südamerika gelauncht oder so. Da war halt einfach so ein Overkill bei dir. Da hat dein Körper einfach gesagt, okay, Bruder, beruhig dich, ich bin raus. Erstmal so, ja. Also ich rede jetzt so im Spaß darüber, es war ja eine ernste Geschichte. So, ja. Zum Glück bist du jetzt wieder fit. So. Du siehst auf jeden Fall, ne, haben wir auch, Internet war auch voll davon quasi. Jiva sieht ein bisschen anders aus jetzt auch seit einiger Zeit so. Sehr gut, wie ich finde. Meine Frage ist jetzt auch wegen dieser Sorge, aber auch, weil du so am Hustlen bist einfach so. Denkst du irgendwann über Ruhestand nach so? Gibt es sowas in deinem Kopf, in deinem Kosmos so? Also der Hustle ist nicht wegen der Sorge. Die Sorge ist einfach nur da. Ne? Der Hustle ist so, Bro, wie soll ich das vergleichen, Bro? So, du, guck mal, du bist ein talentierter Basketballspieler, so. Du hast dein ganzes Leben lang trainiert, so. Du hast mit 7 Jahren angefangen, aber du hast nie die Möglichkeit bekommen, in eine Mannschaft zu spielen. Oder auf den geilen Courts zu spielen, so, ja, mit den geilen Leuten zusammen zu spielen. Einfach in einem wirklichen Team zu spielen. Du hast immer nur alleine gezockt, du hast immer nur NBA-Videos geguckt die ganze Zeit, aber du weißt, ey, du könntest, vielleicht putzt du nicht alles weg, vielleicht denkst du, du putzt alles weg, aber du kannst auf jeden Fall relevant mithalten. Und dann kommt die eine Möglichkeit, dass du mitspielst, weißt du? Und dann putzt du da, weißt du? Und dann kommst du auch noch in die Bundesliga und am Ende kommst du in die fucking NBA, Diggi. Was machst du denn da? Dann du spielst jede Minute, Diggi. Weißt du, was ich meine? Du spielst jede Minute. Genau das ist hier der Case. Bei allen aus unserer Generation, aus dieser Kultur, weißt du, Hip-Hop, Digga, wir waren am Verdursten, am Verhungern, Bro. Jeder weiß das, Bro, bis 2012, wo auf einmal die Ersten angefangen haben, 3.000, 10.000 Platten zu verkaufen. Und wir alle so, niemals hat der Bruder 10.000 Platten verkauft. Wie? Und so, weißt du? Dachte, das wäre Betrug. Ja. Weißt du, ich meine? Geil, und jetzt ist so, schon, Bro, ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Weißt du, ich meine? Natürlich, Bro. Ja. Wie sollen wir denn da schlafen, Bruder? Ja. Wie sollen wir denn schlafen? Wir sind alle Kinder, Bro. Weißt du, ich meine? Wir sind alle Kinder. Wie sollen wir denn schlafen? Unmöglich. Schwer. Ja. Ey, ich bin vollkommen bei dir, ich verstehe das und ich glaube, also so wie du es jetzt auch gerade noch erzählt hast, ist definitiv nachvollziehbar so. Aber es, ne, es gibt ja Leute, die ja anders dran gehen. Die sind auch zum Beispiel viel genügsamer zum Beispiel so. Ja? Du sagst ja auch, und bei dir funktioniert ja gerade, da gehen Zahnräder ineinander, nenne ich es so. Ja? Da kommt eins zum anderen, das eine befruchtet das andere so weiter und so fort. Man kann da profitieren. Und das, glaube ich, macht natürlich auch Bock so. Ne? Und das ist was dir Spaß macht so, wo du gut drin bist so. Deswegen verstehe ich das so. Aber jetzt mal, also wenn du mal guckst, so gibt's, kannst du dir vorstellen, so ein Alter irgendwann, wo du sagst, okay, jetzt irgendwann mal bin ich ruhig oder sagst du dann irgendwann immer noch so mit 85 so, ich gebe mein Kopf arbeitet noch so und ich gebe da noch die Idee rein. Es ist ja auch Stress zum Teil, ne? Also, ich meine, du hast jetzt Wochenenden, zum Glück, so, endlich mal wieder, aber gibt's das schon? Und ich meine, du bist jetzt gerade in der Prime gefühlt, obwohl die auch schon vor 5 Jahren hätte sein können, so, aber gerade, man merkt ja, wie groß Träume werden können und was da alles funktionieren kann. Gibt es sowas? Das ist eine gute Frage. So. Das ist eine gute Frage. Also wenn es mir um so um Geld gehen würde, dann hätte ich schon vor, keine Ahnung, ungefähr 4, 5 Jahren hätte ich einfach Stopp machen können und einfach nur von den Katalogen. Wir haben Kataloge, die sind auf jeden Fall sehr wertvoll, so, weißt du? Die werfen sehr viel ab. So. Einfach davon leben und davon könnten meine Kinder und deren Kinder und weißt du, das so, wenn es darum gehen würde. Aber darum geht es ja schon die ganze Zeit nicht wirklich. Klar, das kommt so damit. Und wenn es nicht kommen würde, könnte man es nicht weitermachen. Aber es ist schon so, dass die Legacy, also der Plan ist Legacy, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, so Erbe, weißt du? Mhm. Ich will einfach, dass die Generation, ich will einer der Menschen sein,
wo die, weißt du, wo Kinder oder halt einfach Menschen sagen können, ey, wir hatten einen Uropa oder so, weißt du, der dafür gesorgt hat, dass wir chillen können, so, weißt du? Weil nur so gibt es dann auch Biologen in der Familie oder Philosophen, mhm. weißt du, oder Wissenschaftler, weil die nicht Sachen machen müssen, die Geld bringen, weißt du, was ich meine? So? Ja, weil die sich um anderes Zeug kümmern. Genau. Ich komme aus so einer Familie, weißt du, wo es sehr viel um Bildung und so ging und das war das Ding, wenn du kein wenn du nicht gesichert bist finanziell, dann wirst du gucken, wo du dein Geld machst. Selbst bei dem Studium, bei der Studienauswahl, so meistens, weißt ja. du? Na klar, es gibt auch Biologen, die jetzt nicht irgendwie mit goldenen Löffeln aufgewachsen sind. Ja. So, das ist so das Ding, weißt du? Aber Gesundheit und Alter und so, ich habe keine Ahnung. So, ich muss es auf jeden Fall. Ich finde jetzt immer mehr gute Leute, die sozusagen komplette Teile von mir übernehmen können, weißt du? Und das passiert gerade so seit Monaten und je mehr das passiert so, desto. Ja, desto länger kann ich das doch so durchziehen, weißt du? Ja, sehr gut. Ja, und das nimmt ja auch ein bisschen Druck von dir ab, weißt ja. du so? Das ist ja auch das Ding. Ich meine, wenn je mehr Sachen du abgeben kannst, in gute, zuverlässige Voll. Hände, desto Voll. Mehr kann trotzdem alles wachsen, aber genau. du selber kannst ja trotzdem auch noch leben. Genau. Das musst du auch genau. mal kurz so ein das bisschen Zeit haben für dich, Family und so, mal kurz durchschnaufen und so weiter und so fort. Das Voll. Funktioniert denn nicht, wenn es alles in dir vereint ist. So. Genau. Ja? Wir waren eben draußen, da haben wir kurz geredet. Eine Sache will ich nicht akzeptieren irgendwie. Und zwar dieses, hey Bro, warum machst du so viel? Es reicht doch. Und keine Ahnung, warum das noch und das noch und das noch. Und ich denke mir, wie zum Teufel ist Mitsubishi entstanden? So, weißt du, wie ist Nissan und so entstanden? Die Yamaha, Digga. Weißt du, die machen, weißt du so, wie sind diese ganzen LVMH oder wie das heißt, Louis Vuitton, weißt du, ich meine so, wie sind diese Konzerne, die alles, ownen einfach so. Weißt du, ich meine, klar, die haben am Ende, haben die nur gekauft, ja, aber das machen wir ja auch, weißt du, ich meine so, wie ist das alles entstanden, was so dafür sorgt, keine Ahnung, dass 400.000 Leute Jobs haben, weißt du, dass auf jeden Fall sehr viele Familien gesaved sind und so, das ist ja auch irgendwie entstanden, da hat auf jeden Fall jemand seinen Kopf gefickt am Anfang, weißt du, ich meine so, warum sollen wir das nicht auch können? Also ich meine, wir müssen halt die richtigen Leute... Du hältst deinen Kopf hin quasi dafür. Ja, ich hoffe nicht mehr lange, indem wir gute Leute finden. Im Insta-Live mit Ever, sprichst an, weil dieses Jahr auch 15 Jahre AON Legacy ist, so, ging es auch darum, dass Evers Album-Release öfter verschoben wurde, weil du einfach sehr stark involviert warst. Und dann hast du auch mitproduziert und so weiter und so fort. Aber du hast auch alles Thema absegnen. Du warst sehr stark interessiert daran, dass es wirklich richtig, richtig gut ist. Und dein Perfektionismus ist da nochmal sehr intensiv eingeflossen. So wirkt es zumindest in dem Insta-Live bei Ever. Also A, wie ist der Stand? Und B, warum hängst du dich da so krass rein? Guck mal, Ever ist eigentlich die krasseste so. Ever hat die Tür geöffnet für das ganze Female-Rap-Ding. So, und sie ist reingekommen so mit, kein Typ konnte ihr irgendwas sagen, weißt du? Und die, die was gesagt haben, haben dann einfach Ansagen von ihr bekommen und sich entschuldigt. So. Und das ist so, dann kam halt die Knast-Sache mit ihr, die ganze Sache so, weißt du? Und dann hat sie muckemäßig so ein bisschen dancige Sachen gemacht, so. Die auch, ein Ding davon ist ja auch sogar die meistgestreamte Single, die die hat, so. Frei heißt sie, glaube ich, oder frei sein. So, aber für mich ist Ever das... Ist sie was anderes. Für mich ist sie so die absolut kompromissloseste Spitterin so und weißt du, mit dem ganzen Sound und das, was sie, und das ist sie auch, ne? Sie fühlt es auch so und wir haben bei der Platte gesagt so, ey, so, lass mich wieder mit dir arbeiten, weil die letzte Platte haben wir nicht zusammen gemacht so, die hat sie dann mit jemand anderem aus unserem Label gemacht so, aber diesmal habe ich gesagt, komm, lass das bitte machen. So, ich habe auch selber Bock, dieses Jahr wird, also es kommt G-Tape, es kommt CEO, es kommt Ever, es kommt ein Soundtrack zum Film, es kommt Enno, es kommt Sami, also es kommen alle von AON, aber wir kommen AON-mäßig sehr, sehr hart, sehr, sehr hart so. Und G-Tape läutet das so ein bisschen ein, das mhm. ist so, weißt du, um, damit man so ein bisschen sieht so, aber das wird, so Gott will unser Jahr so, weil, also musikalisch auf jeden Fall, was Erfolg, keine Ahnung, aber musikalisch werden wir hart auseinandernehmen und Ever spielt da drin eine Key-Rolle und ich glaube, die Leute, die checken, haben gecheckt als ihre erste Single, das war doch ihre erste Single, ne? Dieses, was wir Konstabler Wache gedreht haben, so, wie sie reingekommen ist, so, Bruder, ich küsse dein Herz, so, weißt du, und da kommen noch härtere Dinger und so, weißt du, das ist so ja, Deep ja, Shit, ja, ja, Bruder, das ist so Deep Shit, harter Punchline-Shit, so, weißt du, und das ist so die Disziplin, in der ihr keiner das Wasser reichen kann, weißt du, kann einfach, also, so, sie ist ja mit allen Female-Rappern cool und so, weißt du, und jeder hat so seine Superkraft von denen, und diese Superkraft, so, das ist ihre, weißt du, und da hat auch jeder so, sich auch nochmal erinnert, wer sie ist und so, das will ich, weißt du, und ich habe mit ihr eine Abmachung gehabt, so vorher, ey, wenn wir es machen, so,
Ist mir scheißegal, wer, wie, was, wo und wer dir gesagt hat, dass der Song voll cool ist und so, ist mir egal. Weißt du, wir ziehen es komplett durch. AON, Schwester Emma. Und deswegen dauert das gerade alles so, weißt du? Okay. Sie versucht ihre Dribblings, der Producer versucht die Dribblings, ich versuche die Dribblings, so. Wir haben da so ein bisschen. Aber es kommt. Okay. Jeder hat sich gemeldet, nachdem sie aus dem Knast war und war so, ey, ich will hier producen, ich will hier, also auch Rapper kamen und meinten, ey, ich will featuren oder ich will ihr einfach einen Song schreiben auch so, weißt du, mit ihr schreiben, was auch immer schenken, so echt krass, Digga. Hauptsache, ohne was haben zu wollen. Geben, so. Ja, Digi, ja. Das war schon krass, Alter. Voila, diese Liebe, die sie bekommen hat, Alter, Respekt. Und, aber das zeigt auch nochmal, glaube ich, was für eine krasse Bedeutung sie einfach für dieses ganze Deutschrap-Ding hat. So. Ja, sie wird ja immer als diejenige so genommen, die quasi die Tür so für Female-Rap aufgestoßen hat. So. Ja, Safe ja. Hat sie auch, also ist auch anders, ja. Was sie da, ganz viele sagen das ja auch, ne, egal ob es eine Juju oder Dings und ja. Ist, die jetzt auch richtig groß sind. So. Ever war diejenige, die sie gesehen ja. Haben und die dann gesagt haben, okay, krass, Alter. Ja, da ja. Packt so eine Frau einfach die krassesten Eier auf den Tisch so und das funktioniert und richtig auch so, ja, dass sie endlich mal macht so und flippt dieses ganze Ding auch so, ja, diese ganzen Empowerment-Moves, die sie gemacht hat und so, absolut. Ist ja ein anderes Level. Deswegen aber nicht nur für Female, für Deutschrap an sich, was da passiert ist, ist absolut. Ja, gibt's keinen Vergleich. Ja. So, gibt auch nichts, was ähnlich so war. Das war bitter notwendig, Bro. So, safe. Das war bitter notwendig. Ganz komische Gesellschaft, so auf ganz strange, auch als ich rauskam, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie viele etablierte Rapper, die wir kennen, auch so, die so, Frauen dürfen nicht rappen. So, was ist das für eine Aussage, Bro? Ja, aber die waren so, alle haarstark irritiert. So, einfach so. Ich meine, ne, wir brauchen jetzt nicht den Schuss aufnehmen, so, aber dass sie es gemacht hat, war geil. Dass du an sie geglaubt hast, quasi, war geil. Ja. Dass ihr das zusammen da durchgezogen habt, dass sie so Gas gegeben hat. So. Und, aber wie gesagt, nicht nur für Female, sondern an sich für Deutschrap. So, ja. Hat sie einfach eine krasse Bedeutung. Und das, was du gerade beschrieben hast, so, wie viel dann auch kam, so, zeigt es, glaube ich, auch nochmal. Ja, so, voll. Dass das, voll. Dass da der Support so da ist, wie er da ist. So. Deswegen schöne Grüße auf jeden Fall, auch an Ever. Wir sind übrigens auch seit längerer Zeit schon in Abstimmung, was Termine angeht. Aber schwierig, ich weiß ja. Noch ganz kurz, der Trailer ist draußen zu deinem Film. Katar 415. Was ist 415? Meine Gefangenennummer, Bruder. Du bist jetzt eine lebende Legende. Und dir war es wichtig, aber auch, dass du nicht dich selber spielst. So, das war Fatih Akin auch wichtig. Er ist ja Regisseur so. Und ich weiß, du kannst noch nicht so viel sagen. Leute, ne, Trailer soll ja auch Lust machen und kommt am 27. Oktober. Rheingold heißt das ganze Ding. Aber kannst du vielleicht zu den Dreharbeiten ein bisschen was sagen oder wie das so war für dich, auch so als Regisseur-mäßig oder mit Co-Regisseur, wie auch immer, da mit beteiligt gewesen zu sein? Oder wie war deine Rolle am Set bei den Dreharbeiten? Ich meine, sag mal kurz den Hauptdarsteller, Emilio Sakaya. Sakaya, genau. The Man! Schöne Grüße, auch Sänger, ja, macht ja auch, ist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger, Musiker. Spielt ihr dich? Wie war diese ganze Zusammenarbeit? Ja, also ich bin weder Regisseur, Co-Regisseur oder Co-Producer, ich bin gar nichts. Ich bin nur, ich bin Music Producer, also ich bin Head of Music sozusagen hatte noch die Aufgabe Slang und so die Realität des Deals in den 90ern und 2000ern. Die Kredibilität so. Quasi so. Genau, das war so meine Chief Credibility Instructor. So Advisor, so. Ja, genau, also das war so mein Ding und das war auch recht wichtig, habe ich gemerkt am Ende des Tages, so wegen den Wordings und so. Das war so meine Aufgabe. Fatih Akin kam zu mir, hat gesagt, hey, ich will lass uns mal treffen. Hey, ich hätte Bock, den Film zu machen. Ist das alles wirklich so passiert? Ich sag, ja, Bro. Sagt, okay, ich würde den Film machen. Ich sag, Bruder, ich küsse deine Füße. So, was soll ich dir sagen, Digga? Du bist Fatih Akin. Und er meinte, aber das ist dann mein Film und nicht dein Film. Und er wird kritisch. Ich hab gesagt, ja, bitte, weil ich habe so ein paar. Ich habe selber NWA Straight Outta Compton gesehen. So, ich bin Dr. Dre Fan so. Aber weil er war ja der Producer und er war dann auf einmal so ein Superheld da drin. So. War ein bisschen cringe so und deswegen, das darf nicht passieren. Deswegen habe ich das begrüßt so. Und es ist nicht so, dass ich wirklich mitreden konnte bei dem Film. Es sei es die Auswahl der Schauspieler. Aber war das cool für dich? Im Endeffekt ist deine Legacy, ne? Also das ganze Ding, seitdem du, glaube ich, im Knast oder draußen warst, so, kam ja gefühlt ganz Film Deutschland auf dich zu und wollte diese Geschichte verfilmen, weil sie ja seit Ewigkeiten weiß man, okay, das ist einfach filmreif, das ist ja immer, wenn du es immer noch mal irgendwo erzählst oder keine Interviews gibt, so ist es halt das Ding so. Jetzt kommt Fatih Akin auf dich zu, sagt, ich will das Ding machen, du bist großer Fan, das funktioniert, die Vision, aber dann sagt er so, Bro, aber das ist mein Ding, das ist nicht dein Ding. So, gib mir deine Geschichte, ich mach mein Ding daraus. So, wie cool war das für dich? Das stelle ich mir auch schwer vor, so zu ihm dann freie Hand zu lassen, so komplett. Ja, also
ich glaube, außer Fatih Akin hätte ich das von keinem so angenommen. Ich kenne seine Filme, ich weiß, wie deep er in den Scheiß reingeht so, und seine Drehbücher auch, und ich sehe das künstlerisch. Es ist ein Film, Bro. Es ist nicht eine Werbeplattform, irgendwie wie ein Werbeding von mir, sondern es ist ein Film. Der Film muss funktionieren, weißt du? Das ist auch keine Doku, was alles chronologisch quasi richtig in der richtigen Reihenfolge macht, ne? Genau. Es ist ein Film und der Film muss funktionieren. Und Fatih Akin weiß, wie man Filme macht, die funktionieren. So. Und wenn er dafür meine Story nimmt, so geil, so. Und wenn das kritisch ist, und das muss es sein, weil ich habe Sachen getan in meinem Leben, die überhaupt nicht cool sind, so, und die dann da irgendwie nicht zu zeigen oder, weißt du, oder zu verschönern, dass davon halte ich nichts so. Deswegen, also es gibt Sachen, die ich jetzt anscheinend auch noch nicht weiß, ne? Hat gestern noch gesprochen, so, die da drin sind, so, und weil ich war nicht jeden Tag beim Dreh. Mhm. So, aber ich bin cool damit, ich lasse mich. Ja, geil. Steh dazu, Digga. Mal sehen, was passiert. Aber das heißt, es gibt dann tatsächlich dann am Ende, bist du auch einfach überrascht sein von dem Endprodukt dann. Ja. Ein bisschen. Ja. Geil. Ja. Aber der Dreh war geil, alles war sehr geil. Fatih Akin ist der absolute Man. Selten so einen humble Typen gesehen, der aber, weißt du, so am Set, der gibt jedem das Gefühl, jedem, egal wie, jemand, der Kabel trägt, jemand, der Getränke aus, jedem das Gefühl, so ohne die Hauptrolle zu sein. Ja. Ohne dich funktioniert es nicht so. Ja. Ja, das ist krass, Digga. Das ist krass. Ich war ein paar Drehs und sowas, habe ich noch nie gesehen. Krasser Mensch, man hat auf jeden Fall krasse Erfahrung. Und wie er dreht, Mann. Und was er für Leute hat und so, Bro. Also, er ist sehr, sehr low-key, Bruder. Er Understatement, er zeigt gar nicht, was er wirklich macht und was, mit wem er alles ist und so. Das zeigt er. Er geht mit Caprio essen und so. Er ist mit Tarantino, er ist mit Scorsese und das zeigt er alles gar nicht. Ich habe das erst gesehen, wo ich mit ihm war. Caprio essen? Ja, Bro, seine Fotos da zu Hause und so. Niro und so Zeug? Ja, ja, also Scorsese und so. Irgendwie, der fliegt immer zu Scorsese und die gucken sich dann seinen Film. Immer bevor er einen Film rausbringt, fliegt er zu ihm, die gucken das bei ihm zu Hause. So Sachen, Bro. Ich sag mir, hey, warum postest du das nicht? Gib mir mal deinen Insta-Account, Bro. Was ist los mit dir? Aber der Chief scheißt Rival, auf sowas. Chief Rival Officer für Fatih Akin. Ja, da kommt auch noch was. Ja, auf jeden Fall ist er ein starker Charakter, Bro. Krass. Und das war's schon wieder tatsächlich. Die Sendung hier ist Deutschrap Ideal. Mein Name ist Simon, YouTube, Podcast, Instagram, ARD Mediathek. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer wieder. Und nicht vergessen. Meine Unterschrift macht Trüffel aus deinen Champignons. Rata, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben ein bisschen gerissen quasi, aber die letzten Worte gehören dir. Ey, danke auf jeden Fall für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Und ich hoffe, das Gelato-Eis schmeckt euch. Und an alle da draußen, denkt groß, hört nicht auf die anderen, wenn die sagen, es geht nicht. Und gebt immer Gas, seid geduldig und glaubt, ich liebe euch alle.